Gimbatul. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Iorek! Der Heil! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Konton, yay, das kann ich. Schlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Hart genug? Geht. Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Held. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Halte L-Shift gedrückt und tippe linke Maustaste, um eine Bodenhinrichtung auszuführen. Halte Leertaste gedrückt, um zu sprinten. Denk an deine Ausbildung! Es könnte jetzt hier so ein bisschen rumlecken, das sieht man vielleicht. Aber das liegt schon im Regen, das ändert sich nachher. Als ich schlagen kann! Halte durch, dir Held! Gut, ihr klappt mich hier raus. Sterb nicht schnell genug, Vater! Denk daran so! Weit ausholen und tief zustoßen! Nein! Bring ihn um! Sehr gut. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Orks. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh! Der Tod hat dich verstoßen.
Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Auf deinem Weg begleitet dich die Liebe deiner Frau. Tanz am Strande von Anfallas, schlaf in silbrig Mondenschein. Verschaff dir selbst manch goldenes Jahr mit vielen Kostbarkeiten. Triff Halbling, Elb und Zwergen gar, lass dich von ihnen leiten. Gibt's noch eine zweite Strophe? Ich gehe mal davon aus, dass nicht. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wir sollten gehen. Lass uns gehen! Hey, du hast da was. Ein Dolch! Ja, toter Tag. Köstlich. Lecker toter Tag. Ich glaube, die Musik ist immer noch zu laut. Der hatte da was im Gesicht. Ich habe es ihm nur rausgemacht. Wo ist er denn? Ach, da. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Aber nicht sehr gut. Komm zurück zu mir, Nell.
Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Und Fuß treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Menschheit. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Alte Leertaste gedrückt und... tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich auch sagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Halte Leertaste gedrückt und bewege WASD auf eine Mauer zu, um sie zu erklimmen. Muss ich irgendwas drücken? Leertaste vielleicht? Enter? Nein, ich glaube, es lädt. Du dürftest ruhig weitermachen. Danke sehr. Schnellreise freigeschaltet. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei. Und du hältst zusätzlich auch Mirian. Halte Leertaste gedrückt und bewege dich nach vorne. Schuss. Wir haben also einen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Halte rechte Maustaste gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte dann linke Maustaste gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Du sollst für deine Taten leiden! Tschüss, Kollege. Halte zum Greifen LSTRG gedrückt. Drücke zum Verhören Leertaste. Greifen und verhören. Gib deinen Verstand auf! Was weißt du über die schwarze Hand? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ich hatte einen Sklaven. Er schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grog. An Gimub, den Sklaventreiber. Dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Gimubs Sklaventreiber.
Du hast Gimubs Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel, der Sklaventreiber, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Altgedienter Hauptmann. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene P-Macht, wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. Ziel befindet sich hier. Hauptauftrag. Status. Hofft, dass bald ein Sklave zu fliehen versucht. Will ein Exempel statuieren. Der Zielmarker auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst. Neues Ziel. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Einführung Aufträge. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung P Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Belohnung M Mirian, um Verbesserungen zu kaufen. Dir stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Die Faust der Sklaventreiber. Rette die Menschen in Mordor und finde die schwarzen Hauptmänner. Und die beiden Totenköpfe, der Geist von Mordor, erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruks, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu töten. Auftrag abgeschlossen. Mirian, Eintrag... Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Ach du Heiliger, ein Grauk. Ich lass das mal sein mit dem Grauk, denn ich bin nicht so ganz lebensmüde, wie man vielleicht denkt. Aber diesen hier schnapp ich mir. Schnapp den! Ich sehe dich! Ich dich auch. Wen haben wir hier? Redback, der Feigling. Stärken und Schwächen sind bereits bekannt. Hauptauftrag. Wen haben wir hier? Naruk der Stolze, Macht 4, erträgt es nicht, wenig Macht über die anderen Hauptmänner zu haben. Brille Vielmann. Ja, ein Grauk, sage ich ja. Ich leg mich mal lieber nicht mit dem netten Herrn hier an. Sondern begebe mich mal lieber ein bisschen weiter weg. Und sag dann gleich mal zu euch... Herzlich willkommen zu meinem neuen LP. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, handelt es sich hier bei Mittelerde, Mordors Schatten. Oh hey, da hinten ist ein Hauptmann. Wer ist es denn? Zathra. Zathra Stahlbart. Macht 5. Lass ich erstmal gut sein. Ich möchte erstmal Dath Ithil dienen. Nanichir, Gelaia Mordor. Edveno Ogvat. Sehr gut. Das ist Ithildin, Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Wir wissen es nicht. Hab gehört, es sind noch mehr. Nehmt ihn! Ich fange dann gleich mal mit dem kleinen Kampf an. Kann ja nicht schaden. Ich zeige dir wahre Stärke. Was zeigst du mir? Jetzt leidest du! Ach, du zeigst mir Informationen über einen neuen Hauptmann. Das ist ja fein von dir. Wer ist das denn hier? Pushkrim der Pirscher. Entschlossen, sein nächstes Opfer zur Strecke zu bringen. Pushkrim. Brille.
viel, Mann! Hübscher Zopf. Dort unten ist ein Hauptmann. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon gegen... Erinnert ihr euch, was der Halbling und... Oh! Das war dann Pukrim der Pörscher. Der ist dem Grauk zum Opfer gefallen. Da kann ich nicht wirklich was dafür, aber ich sag, ich hab nichts dagegen. Mann, was macht der Grauk jetzt hier? Der kommt mir irgendwie gar nicht entgegen. Eingabe. Kann ich mir erstmal Fähigkeiten holen. Du besitzt genügend... Jetzt habe ich das Wort vergessen. M, um eine Verbesserung zu kaufen. Drücke 2 in diesem Menü, um dir die Attribute anzusehen. Sammle XP, um die Fähigkeitspunkte zu erhalten und mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten. Löse Machtkämpfe aus, um schnell an P Macht zu gewinnen und neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Was haben wir denn hier, was wir uns holen können? Hinrichtung. Drücke F, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um deine Gegner hinzurichten. Aufladen der Trefferserie. Nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und ein Schwert beginnt zu leuchten. Aufprall. Gekonterte Gegner stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Angriff von oben. Ausschaltmanöver aus der Luft. Tötet unachtsame Ziele. Elbengleiches Geschick. Stimme deine Landung genau ab. Leertaste drücken, wenn du dich über ein Hindernis schwingst, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsbonus und eine Trefferserie von plus 1 zu erhalten. Explodieren lassen. Schieße auf Feuerstellen oder Fässer, um sie explodieren zu lassen. Karagor-Reiter. Drücke links STAG, um von oben herab auf einem Karagor aufzusitzen. Sobald du aufgesetzt bist, kannst du mit ihm reiten, klettern und kämpfen. Ich würde sagen, ich nehme erstmal die Hinrichtung. Was haben wir hier? Mirian ist das Wort. Mirian ist die Währung, mit der du deine Waffen verbessern sowie deine maximale Gesundheit, Fokus und Elbengeschoss erhöhen kannst. Erhalte Mirian, indem du Sammelstücke findest und Nebenmissionen, Herausforderungen und zusätzliche Ziele erfüllst. Ich nehme mir erstmal einen Runenplatz für das Schwert. 15, dafür kann man sich nichts mehr kaufen. Fortschritt. Ein Hauptauftrag haben wir und ein Ithildin. Wandler ist sonst so gut darin, Hauptmänner zu töten. Wie ist Redback ihm nur so lange ausgewichen? Weiß ich nicht. Da hinten. Ich weiß nicht, ob wir uns den stellen sollen. Ich will ehrlich gesagt, dass der Grauk da drüben abkratzt. Der Rüstmeister hat schon so viele Waffen gefertigt, dass er einen ganzen Wetzstein verschlissen hat. Wir haben ihm doch ständig neue Vorräte herbeigeschafft. Sinnst du auf Rache? Verständlich nach dem, was wir deinen Brüdern angetan haben. Und wie dein Sohn schrie! Halt die Fresse, Stahlbart, geh zurück zu Risen. Einführung Achtsamkeit. Das Symbol über dem Kopf eines Uruks zeigt seine Achtsamkeit an. Gelb bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht. Rot bedeutet, dass ein Uruk dich entdeckt hat. Halte links Shift gedrückt, um zu schleichen und den vor dir verursachten Lärm zu verringern. Moment! Ich rieche es! Noch nicht tot. Mist. Lass uns diesen Tag vierteilen und seine Eingeweide als Trophäe um den Hals tragen. Stirb. Jetzt. Immer noch nicht. Zeig mir, wie du Blut kannst, Mensch. Lass mich in Ruhe. So, Satra ist tot, aber ich... Auch fast. Ich mach mich erstmal aus dem Staub. Tschüss. Hey, siehst du aus, als würdest du schon auf die Knie gehen, noch bevor ich dich angefasst hab. Boot die Ratte. Ich bleib bei Tschüss. Er hat mich erwischt. Geil. Tschüss.
einer gegen einen. Nein, danke. Ich seh... Hey! Sieh dich nur an, Made. Du kannst kaum noch aufrecht stehen. Das ist richtig, Ledback, aber ich habe gerade leider ein bisschen was zu tun. Also spring... Alter. Also springe ich mal hier den Felsvorsprung hoch. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Geht doch zu dem Grauk. Der ist nämlich alleine und der braucht Freunde. So, links ist der G. Sammle Kräuter, um deine Gesundheit zu regenerieren. Habe ich gerade eben gemacht. Pfeifenkraut. Pfeifenkraut. Diese aromatischen Kräuter sind unter vielen Namen bekannt und können an vielen Orten in Mittelerde gefunden werden. Ihre Blätter werden üblicherweise getrocknet, zerkleinert und von Menschen, Hobbits und Zwergen in Pfeifen geraucht. Aufgrund der Beliebtheit des Krauts als Tabak haben nicht wenige Bauern einen guten Teil ihrer Felder, manche auch ihre gesamten Felder, speziell für den Anbau des Krauts und dessen Verkauf gewidmet. Die Blüte des Pfeifenkrauts erfreuen sich weniger großer Beliebtheit und haben einen bitteren Nachgeschmack. Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass diese von gewissem Wert sein könnten. Geschulte Kräuterkundler haben die Vermutung geäußert, dass die Blüten bei fachmännischer Anwendung Schmerzen lindern und die Sinne anregen können. Ich hätte ja gerne das Deck. Mach mich jetzt hier runter. Ganz vorsichtig. Ich habe gesagt, ich mache mich jetzt da runter. Ganz vorsichtig. Bevor der Grauk nicht. Der Grauk hat nichts mehr zu tun. Das war eine schlechte Idee. Hilfe, Hilfe. Hoch hier. Bitte, bitte. Danke. Ja, hier. Guck mal. Hier, hier ist der Schleicher. Ah, aua. Alter. Jetzt schieße ich den Kerl hier nochmal an. Und jetzt kannst du gegen den Grau kämpfen. Ich habe den jetzt angeschossen, damit ich Macht kriege, wenn der Grau den gleich umbringt. Zumindest ist das so in der Theorie. Ich weiß nicht, ob das praktisch auch so sein wird. Nein, praktisch ist es nicht so. Ah ja, ich habe keine Elbengeschosse mehr. Stimmt, da war was. Mann, du blöde Sau. Mach dich weg hier. Und weil ich versuche übrigens. Ich versuche, ich kann nicht. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ah, da hat sich irgendwas bewegt. Hier, das war das Blümchen. Ich versuche. Nifredil. Ich versuche übrigens auch, jeden zweiten Tag eine Folge Mittelerde zu bringen. Hui, ist das nicht toll hier? Nifredil? Die kleine Blume Nifredil wurde sehr wahrscheinlich in der fernen Vergangenheit Mittelerdes durch Magie erschaffen. Ihr Erscheinungsbild ist in der Tat außergewöhnlich. Aus der Ferne betrachtet scheinen die blassweißen Blüten wie Sterne zu schimmern. Als Medizin eingenommen, wirkt Nifredil beruhigend auf die, Körpersäfte, kann so Unruhe besänftigen. Seine grünen Stängel können zerstoßen und zu einer dünnen Paste zerrieben werden. Die Blutungen stoppt. Die Pflanze hat sich über ganz Mittelerde ausgebreitet und kann heute selbst in den unwirtschaftlichsten Winkeln angetroffen werden. Mann, dieser blöde Grauk, der nervt mich ja gerade echt so ein bisschen. Da liegen zwei Runen. Durch die Macht der Uruks wird das Land im Bild. Wie zerrt man die Leute auf? Ich weiß nicht, wie man die aufzerrt. Das ist mein Problem. Ich könnte den jetzt abstechen, aber was mir das bringt, weiß ich auch nicht. Weil ich habe. Ach da, halte E gedrückt. Was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Guck mal hier. Warum mache ich das eigentlich? Okay, er ist tot. Damit kann ich leben. Ui, cool. So ganz war das zwar nicht geplant, aber... Jenseits des schwarzen Tores soll die Sonne wochenlang scheinen, der Boden niemals beben und der Blitz fast nie einschlagen.
Das leuchtet ein. Warum sonst sind diese Menschen so schwach? Weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, dass wenn ich alle zwei Tage eine Folge bringen will, dass ich dann leider nicht mehr überziehen darf. Das heißt, maximal 30 Minuten Folgen. Also Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge von Mittelerde Mordors Schatten. Ciao!